Ja, wenn die Van-Skipperin selber ist die härteste Dos hier. Wer ist das eigentlich? Ach, Konstantin. Also einer von meiner... Nee, halt, der... Der Masseur ist das. Yeah. Die Mannschaft hat 720 Erfahrung erhalten. Die Mannschaft hat zwei Seemannsstufen... Seemannserfahrung erhalten. Hagrim hat einen Rang erhalten. Oswald hat einen Rang erhalten. Chitopek und Alt Engrim haben einen Rang erhalten. Ne, das Geld behalten wir für uns. Dafür geben wir eben das Essen aus. Gerade das Ehen und den Grog. Ein Prinzipi-Hut. Nochmal die Farben der Prinzipi. Jo. Das war wieder ein sehr effektiver Beutezug. Das heißt, wie versprochen, werden wir auf jeden Fall mal den Grog ausschenken, wenn es soweit ist. Aber erst nach dem Wasser. Aber wir haben ja hier Valera-Segel und den Baumwollsegel. Nee, das Baumwollsegel ist definitiv schlechter. Wir können mal ganz kurz sortieren das Segel. Hier haben wir Fahnen. Ja. Todesfeuerhändler. Okay, wir fahren jetzt in Richtung Todeslichter, während unser Schiff repariert wird. Oh, eine Insel, oder? Nee, nur kleine Inselgrüppchen. Oh, hier sind aber medizinische Vorräte. Okay, das ist sehr gut. Und ja, ich klappe auch den Rand ein bisschen ab. Solange ich genug Nahrung und Trinken habe, ist es mir gerade recht. Weil so können wir auch noch auf andere Sachen stoßen, die interessant sein könnten. Wie jetzt zum Beispiel gerade auf das Treibgut, was wir gefunden haben. Waren zwar nur medizinische Vorräte, aber es war immerhin etwas. Wie zum Beispiel hier diese Insel ist auch nicht schlecht. Hier gibt es nämlich eine Mühle. Da könnte ich mir Bier kaufen. Und wieder Obst einsacken. Hier ist auch ein verlassenes Lager. Hey, Reparaturvorräte, sehr gut. Ja, das Gebiet absuchen, 3 Stunden vergehen in 2 Händler. Nochmal absuchen. Mals der Natur und nochmal absuchen. Nichts gefunden. Umhang des Theokraten, Intellekt und Entschlossenheit. Ah. Das war falsch. Was trage ich denn? Diplomatie, also den Laufumhang.
Intellekt und Entschlossenheit zu buffen ist. Also Entschlossenheit zu buffen ist nie verkehrt. Was trägst du eigentlich um den Hals? Du trägst schon was und du trägst auch schon was. Dann kriegst du mal den. Und du kriegst den Seraphin. Du bist schon ziemlich gut bewaffnet. Ah, aber ich könnte dir gute Pistolen in die Hand drücken, wenn ich welche hätte, hä? Ja, nur leider habe ich keine, sehe ich gerade. Ich habe nur die, die Hagrim gerade hält, oder? Ja. Dann bin ich mal so frei und gebe dir eine gute Pistole in die Hand. Dass du nicht mehr mit denen rumfuchteln musst. Achso, ja, du hast den Säbel gekriegt. Ja, gut zu wissen. Das ist alles in Ordnung soweit. Wie gesagt, ich könnte einen Rundschild tragen als Defensivdeckung. Verringert nur meine Genauigkeit um 4. Was nicht so schlimm ist. Gut. Ja, das war's soweit. Die Ruinen haben wir abgeklappert. Die Turmruine jedoch sieht recht interessant aus. Und da oben ist mal wieder ein Wasser, ein kleiner Weiher, wo wir Wasser herkriegen. So, das heißt, wir gucken uns mal die Turmruine an. Dieser Teil einer eingestürzten Festung sieht immer noch wie ein Mahnmal an den Untergang. Dieser Teil einer eingestürzten Festung steht immer noch wie ein Mahnmal an den Untergang und lockt Plünderer an. Ja, Gebiet absuchen. Nichts gefunden. Nochmal absuchen. Zauberbuch des Zaubermachers. Und das war's auch schon. Okay. Also ein alter Zaubererturm, der nichts Bedeutendes hatte aus seinem Buch. Ja, ich muss leider zugeben, in diesem Teil sind die Bücher nicht so nützlich wie im ersten Teil. So. Der Stahlprediger, okay. Und hier oben waren wir schon, genau. Der Stahlprediger, der klingt interessant. Ich glaube, den können wir uns mal kurz angucken. Das wiederum ist nicht so toll. Geh weg von mir. Ich will nicht mit dir kuscheln. Danke. Puh. Weil das ist eine Dau. Das ist ein ziemlich großer Schlepper. Du fährst aber hier vorbei, oder? Ja, Gott sei Dank. So, einmal schnell speichern. Weil ganz ehrlich, mit einem größeren Schiff will ich mich nicht unbedingt jetzt anlegen, solange ich kein eigenes größeres Schiff mit einer größeren Besatzung habe. Das hat nichts mit meinen Erfahrungspunkten oder so zu tun. Der Stahlprediger. Magranit-Champions, Magranit-Fanatiker, Champion, größere Flammenfeule. Sieht alles recht vernünftig aus jetzt so. Kann aber auf jeden Fall den
beiden mal ihr Level abgeben. Was etwas dauern könnte. Du ruhig Athletik weiter und überleben mal einen Punkt. Ja, klingt gut. Nachher neue Kraftstufe. Die Willenskraft kann der Paladin. Nee, ich brauche erstmal die maximale Gesundheit. Ich schaffe eine Seele. Die reine Seele des Paladins widersteht allen einwirkenden Kräften und verleiht ihm Immunität gegen Effekte von Gift und Krankheit. Okay. Das klingt sehr gut. Nächstes Level up. Nochmal Athletik und hier unten einschüchtern. So, die Heilwirkung verstärken wir eine Sache. Befehl deinem Verbündeten sich so, sich mehr anzustrengen, wodurch sein Apfel verstärkt wird. Wir wird außerdem die Inspiration fit. Abträgliche Effekte. Also das sind ja Ermunterungen. Die eigentlich gar nicht mal so schlecht sind. Wiederbelebende Ermunterung, damit kann ich einen wiederbeleben. Ja, das klingt eigentlich gar nicht mal so. Gewährt dem Ziel die Inspiration standhaft zusätzlich zu fit. Fit wird verbessert auf C. Ja, das sollte ich eigentlich nehmen. So, die Inspiration ist gar nicht mal schlecht. So, das war's für Palegina schon. Sie ist gerade mal Stufe 10 geworden. Weil ihnen einfach Erfahrungspunkte fehlen. Okay. Auf dem Schiff kriegt man wohl tatsächlich nicht ganz so viele. Aber das holen wir ja jetzt nach, indem wir gerade Palegina und später auch noch Maya wieder zurückholen. Also wir werden Seraphim später durch Maya ersetzen wieder. Tut mir leid, Seraphim, aber muss irgendwann sein. So, ein Punkt. Verteidigung gegen Absetzangriffe. Klammert sich an gewissen Eigenschaften des Psyche des Ziels und entzieht diese, wobei das Medium diesen Wert als Bonus erhält. Versieht den Gegner mit einer zufällig niedrigen Stufe Wirkung und verteidigt dem Medium die dazu passende Inspiration. Klingt nicht schlecht, wird genommen. Ne, Schusswaffen hast du schon, Donnerbüchse und Pistole. Einhändig könntest du bitte nicht Rapier, sondern Säbel nehmen. So, nächste Stufe. Fingerfertigkeit höher, Findigkeit höher. So, mehr Lebenspunkte auf jeden Fall, für, wie für jeden anderen auch. Unheimliches Glück gehört, ein Clash aus einem Angriff vollständig auszuweichen. Nicht unbedingt weit wirken, brauchen wir auch nicht. Brutaler Rückschlag, schnell wirken. Das wäre was. Das Medium-Beginn-Kämpfe mit zusätzlichem Fokus wäre auch nicht schlecht. Können wir aber beim nächsten Level abnehmen. Taktische Manipulation verbindet den Verstand des Mediums mit dem eines Verbündeten, wodurch das Medium und sein Verbündeter die Inspiration aufmerksam und ein erhöhtes Angriffsbindungslimit erhalten. Ist nicht schlecht, lässt eine widerhandelnde Welle in der Nähe des Ziels rollen, die freundlichen Charakteren die Inspiration resolut verleiht und Gegner die Konzentration raubt. Hm? Versieht alle Feinde im Wirkungsbereich mit einem hinterlistigen und mächtigen Zwang, dem Medium zu gehorchen, wodurch das Ziel beherrscht wird und alle anderen bezaubert werden. Das klingt gut. Ich mag so Crowd-Controlling. Jedenfalls bei einem Medium. Mechanik verbessern. Blöffen verbessern. So, jetzt können wir die klaren Verstand wählen. Oh, wir können noch Stufe 11. Okay. Mechanik nicht unbedingt. Athletik lieber. Und Tiefblick. So, was haben wir hier? Verbesserter kritischer Treffer.
Genauigkeitsbonus gegen Willen mit Willensangriffen? Nicht unbedingt.